liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga. Wir machen weiter mit dem Duell Gideon FC Hansa. Wir wollen natürlich den Schwung aus den Siegen gegen Pauli und den HSV mitnehmen. Und ja, deswegen, let's go. Und danach geht's gegen Nürnberg noch. So. Leider, wir haben kein Geld dafür, um die Spieler hochzuziehen. So, erstmal Rostock heim, dann auswärts, dann Nürnberg heim im Derby. Wir haben gegen Fürth mit 8-0 gewonnen, wir haben gegen 60 mit 3-1 verloren. Also von daher, gemischte Gefühle, was das Fang Derby betrifft. Aber wir haben jetzt erstmal noch den FC Hansa. Die wollen wir heute nochmal schlagen. Wir müssen mal durchrotieren, sehe ich gerade. Weil Lippert da unten noch nicht ganz zu 100% auf den Beinen steht. Deswegen wird heute Andresen mal ran. Ich muss ja immer wieder den Wechsel ziehen hier unten. So, Kirsch spielt heute, steht auf der, sitzt zumindest auf der Bank. Gut, Schumacher darf heute mal von mir gehen, eigentlich seine Ex-Club ran. Deswegen heute das Duell. Stern hat gegen Kiel getroffen. Schumacher darf jetzt heute gegen den FC Hansa zeigen. Es ist keine echte Überraschung, auf wen wir in diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Könnte eine packende Partie werden. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Na gut. Beide Teams freuen sich doch mal jetzt ein auf die nächste Aufgabe. Auf die jetzt bevorstehende Aufgabe. Und da schauen wir mal, was wir hinkriegen. Den FC Hansa in die Knie zu zwingen. Den Rostock Morgana wieder drin. Wo auch. Und damit kann Anpfiff nur und losgehen. Los geht's. Pedro. Ja, schön gemacht da, den die Verteidiger der FC Hansa stehen lassen. Und jetzt hier rein. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Also was die Gäste bislang in dieser Saison zeigen, ist wirklich erstaunlich. Und denen gefällt es richtig gut in diesen Tabellenregionen. Ist ja keine Frage. Die wollen da bleiben. Das könnte was werden. Ja, die wollen auf jeden Fall da bleiben. Eckloff. Er zieht vorbei. Eckloff. Er schießt. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können.
Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Fakt ist, wir sind auf jeden Fall erstmal weiter. Wir haben jetzt erstmal die letzten Spiele ja alle gewonnen. Wir wollen jetzt den nächsten Sieg holen. Ball läuft gut jetzt. Da sind sie da, guter Block. Ah, gut gelöst da. Also es ist nicht so einfach gerade in diesen Verhältnissen hier. Pedro. Ja, es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet, denn er spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Genau, das sind heute immer besondere Spiele. Ja, da geht man mit gemischten Gefühlen in das Spiel. Fans, die er kennt, Gegner, die er gut kennt. Aber am Ende muss ein Profi und kann ein Profi das ausblenden. Es zählt der aktuelle Club. Das weiß der Coach und deshalb spielt er auch. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von Vorteil, ist viel laufen. Schön die Flanke abgeblockt. Jetzt hat er den Ball. Schön gemacht, da und jetzt der Konter. Pedro, vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mit Tempo. Ja, da ist er. Genau. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ah, das war schlecht gespielt. So, weg ist der Ball. Nee. Gut gemacht. Da ist der Ball wieder weg. Er hat ja noch nicht. Guter Pass jetzt. Selber. Ist das jetzt nicht die Schlagvorlage? Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Behindert da, dass es gefährlich wird. Ballverlust. Das könnte was werden. Der könnte ganz teuer werden. Diese Stellung den Ball hält er gut. Nein, das ist mein Ding. Und Karte jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter. Da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Jetzt die Chance. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Genau, der Ball da vorne rein. Eckloff. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Da ist die Chance. Wenn der reingeht, ist die Führung schon komfortabler, aber das sie machen das nichts Zweite aus. Sein. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe Führung. 35. Fröde. Weg ist der Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt der Schuss. Okay, gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Er schießt. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Jetzt können sie nachlegen. Gibt Ecke. Gibt die Ecke. Carvalho, der wird jetzt lang spielen. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Der Volley. Ball wird abgeblockt. Leider nicht. Und da Hansa über Strauß. Über Bresse. Hinterseher. Über Hinterseher. Fröde. Verhoek. Und Verhoek. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. So. Anpfiff und los geht's. So, gucken wir mal auf die anderen Tabelle, also die anderen Sätze. Da ist nichts wirklich Wichtiges dabei. Und damit geht's in die zweite Halbzeit. Warte, ich kann noch kurz den Wechsel sehen. Peters ist ja gelb vorbelastet, bevor der mir da vom Platz fliegt. Und ich hatte schon Platzverweis gegen 60, wo wir dann verloren haben. Wenn wir das jetzt mal etwas anders richten. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. So, Aufgabe heißt jetzt gucken, dass wir die Führung ausbauen. Strauß. Ein bisschen reinkommen. Fröde. Guter Vorstoß, kann was werden. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Ulrich. So, Ball kommt da vorne rein, aber gut, dass der Verteidiger da aufpasst. Verhöhnt. Und da ist der Ball super gelöst dazwischen gegangen. Der Feier.
Und er geht am Gegenspieler vorbei. Schumacher. Die Gelegenheit. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Der Keeper verhindert. Das erste war am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Die Riesenchance, die Führung auszubauen, aber der Keeper ist da, verhindert den Treffer, macht sich breit. War natürlich super, wie er das gemacht hat. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Tor im Spiel von Darmstadt 98. Alle Infos gibt's im Studio. Wir haben hier das erste Tor für Darmstadt. Er ist frei, der kann was auswerfen. Stark gemacht, Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, auf jeden Fall erstmal das 2-0 gemacht. Das ist das Wichtigste. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Diesen Blick zum anderen Spiel mussten wir leider kurzfristig abbrechen. Tor also für Darmstadt 98. Sie führen nun, ich glaube, das könnte gelb geben. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser. So, da muss ich doch mal noch einen Wechsel ziehen, bevor da der nächste fliegt. Mit weil er gelb vorbelastet ist. Deswegen nehme ich ihn runter. So, und Schumacher wird jetzt leider erlöst. Hat ein paar Situationen gehabt, hat aber die Tore nicht gemacht und wird jetzt die Sterne ersetzt. Wenn es keine Niederlage geben soll. Jetzt kommt hier der Wechsel. So, weiter geht's. Die 62. Minute. Kein besonders guter Abschluss. Okay. Er geht nach vorne durch. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Cavallio. Er ist frei in der Mitte. Ist das die Chance? Das ist natürlich nicht kontrolliert. Er war gut, die Flanke war top, aber die Ballkontrolle war nicht gut. Sie brauchen natürlich den Ball, so wird das hier nichts mehr. Die Fans sind unzufrieden. Super, wie er sich durchsetzt. Gefährliche Szene. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Die Gefahr erstmal bereinigt. Tolle Parade. Und dann dürfen Sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Das wäre wahrscheinlich die Entscheidung gewesen. Ja, jetzt bauen Sie Ihr Spiel auf. Mal sehen, ob Sie vorne für Gefahr sorgen können. Die Fans wollen den Schuss. Sie leben noch. Letztlich das war ist der es das Tor. Geht noch was. Genau das, was ich meine. Du kriegst halt die Tore nicht hin. Du machst vorher die Treffer nicht. Du gehst nicht auf das 3-1. Dann nimmt er die Defensive im Alleingang nicht auseinander. Die sehen auch nicht gut aus. Aber, kurz alles aber rein, vielleicht liegt das auch daran, wie er sich da durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. 2-1, hier ist noch alles drin. Ja, es ist voll in die Machen dazu. Ja, aber jetzt haben wir wirklich einen schöner Spielaufbau. Der Rechtsverteidiger eigentlich. Da ist die Flanke. Da holt er den Ball zurück. Ballgewinn, gefährliche Position. Gehen wir mal rein wieder. Eckloch. Ist das das Tor? Das macht er stark. Fröde. Ich hätte schon nur drauf gedacht, ja, warte ab. Also, Hansa ist wieder drin in der Partie. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase. Ist nicht, ist noch nicht safe. Der hat eine klasse gearbeitet. Ballverlust. Viel Pass. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Mann. Raus. Ball kommt an den langen Pfosten. Und weg damit. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus. Und wieder der Ball. Ja, er verliert den Ball. Ja, gut gelöst da. In den freien Raum. Und Eckloff, mach die Entscheidung, komm, mach die. Das ist die Chance. Ja, mach die. Sie bekommen den Griff, Freunde. Eckloff. Das war der dritte Streich. Eckloff schießt den FC Hansa ab. Alleine.
Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. So. Jetzt geht er raus, der Herrera. Jetzt setze ich auch nochmal die restlichen Spieler weg durch, damit ich dann die Aufgabe lösen kann. Ja. Herrera. Eckloff raus. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich machen kann. Vielleicht habe ich da irgendwo nochmal einen Wechsel ziehen kann auf eine andere, auf die Außenbahn. Ja, dann gehen wir den wechseln. Und weiter Navi rein. Gott. Damit wir einfach ein bisschen neue, frische Luft reinkriegen. So. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Jetzt sollte eigentlich bei Hansa das Feuer aus sein. Ist das der Schusstreffer? Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Ach, schade. Damit ist es durch. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse, unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg. Oh, das könnte was werden. So, Aufgabe ist auf jeden Fall gelöst. Es war ein starkes Auswärtsspiel, beziehungsweise ein knappes Auswärtsspiel, aber wir haben es geschafft, die haben die Aufgabe jetzt gelöst. Damit passt das. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. So. Ja, da letztens hast du wieder einen Dreierpack gemacht, oder nicht? Vor kurzem. Bevor, glaube ich, um letzte Woche vorher zu spielen. Oder vor ein paar Spielen. Das Chip doch gegen Kiel war das 4-0. Wir haben auch einen Nordclub, ne? Wir haben hier Kiel, wir haben jetzt Hamburg gehabt, wir haben jetzt St. Pauli gehabt, wir haben jetzt Hansa gehabt. Das waren jetzt mal 4 Nordclubs quasi hintereinander weg. Wir haben alle geschlagen. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir die Aufgabe gelöst haben. Ja, wir hätten höher gewinnen müssen, wir hatten die Chancen mal da, aber der Gegner hat es halt gut gemacht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielleicht war so ein Spiel, wo die zweite Mannschaft einmal komplett alles durchrotiert war. Und wo, wo einfach alles funktioniert hat. Und irgendwie, der Gegner irgendwie gefühlt jeder Schuss rein. Gut. Jetzt geht's aus dem Norden in den Süden. Und damit ist der nächste Gegner die... Oh, wir sind noch 5 Punkte dran. Bei Freiburg schon wieder unentschieden gespielt. Sie haben 4 Unentschieden geholt. Das ist gut, 12 Siege. Sie haben 5 Punkte zum Rückstand. Wir holen jetzt den Sieg holen gegen Nürnberg. Und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir ein bisschen Kohle drin, dass wir dann vielleicht doch nochmal nachrüsten könnten. Das wäre wichtig, vorne zumindest im Angriff mal noch einen anderen Spieler zu verpflichten. So, okay. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Hier bei FIFA 23 meiner Karriere. Und dann geht's weiter gegen den Club.